Wir stellen euch das Lego Set 76912 vor. Das Set ist 2022 erschienen und kostet 20 Euro. Die Altersempfehlung liegt bei 8 Jahren plus. Das erste Set der Serie Speed Champions ist bereits 2015 erschienen. Bei dem Kauf dieses Sets erhaltet ihr diesen Karton. Ja, dieser Karton, so fangen wir wieder an, ja. Es zeigt ein Fast and Furious Dodge, so heißt das Modell. Eigentlich heißt es Fast and Furious Dodge 1970 Charger RT. So, ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall haben wir hier einen Dodge zu sehen. Hier steht immer Charger drauf, so heißt scheinbar dieses Auto. Ja, es ist auf alt gemacht. Leider haben wir das Gefühl, dass es sehr kantig ist. Vielleicht ist auch das Original kantig, ich weiß es nicht. Aber so sieht's aus. Haben vorne diese Lichter. Zu denen kommen wir nochmal später. Mal gucken. Ja, der Motor sieht auch cool auf. Mal gucken. So sieht's von der Seite aus. Wir haben hier einmal das 1:1 Bild. Da können wir diesen Reifen super reinpacken. Das passt. Ja, dann wollen wir mal die Rückseite uns angucken. Ja, worauf ich jetzt nochmal eingehe, ist hierauf. Habe ich jetzt immer vergessen. Ein Schild, ein Warnhinweis. 0 bis 3-Jährige. Also da kann man Teile verschlucken. Ist ganz gefährlich. Ich weiß auch nicht, ob das Leute und Eltern ihre 0 bis 3-Jährigen geben. Da glaube ich nämlich nicht, weil wir haben hier nämlich ein 8-Plus-Schild. Ja. Aber ja, wenn das der Bruder, der größere Bruder baut und der kleinere dabei sitzt, der zwischen 0 und 3 Jahre alt ist, dann wird es natürlich gefährlich. Aber ja, ich glaube, es wissen die meisten Eltern selbst. Und ja, die Leute, die es kaufen, wissen das auch. Ja, die Rückseite. Ja, Auspuff sehen wir hier. Wir sehen hier von der Seite. Komischerweise sehen wir das Auto nicht von der Seite. Das sehen wir nur von vorne. Schade, dass wir es nicht von der Seite sehen, aber gut, sehen wir es von vorne und sehen hier, das ist super getroffen. Der Motor oder was das auch sein soll. Ich habe keine Ahnung, höchstwahrscheinlich der Motor. Die Lichter sehen auch gut aus, aber der Rest ist so kantig, ich weiß nicht. Das ist das Gestänge für das Dach. Keine Sorge, es sollen keine Gewehre sein, es soll nur ein Gestänge sein. Glaube ich zumindest. ja, der Fahrerwagen sieht auch nicht sehr glücklich aus. Er sieht auch irgendwie kriminell aus, wenn er in diesem Auto fährt. Ja, es ist quasi, dieser Karton ist das Gegenstück zu unserem, der vorigen, den 76911. Weil das ist quasi der Böse und der James Bond ist der Gute. Und da haben wir Böse und Gut und dann kann man eine schöne Verfolgungsjagd drehen. Deswegen ergänzen sich diese beiden Stücke sehr gut. Und dann muss man eben beide kaufen. Oder eins, aber beide sind besser. Aber ja gut. Jedem das Seine. Wie man es will. Ja, oh, das Dach fehlt. Ohne Dach. Ja, jetzt haben wir mit Dach. Ja, es ist schwarz, deswegen ist gerade, wir weiß nicht, ob man es gut sehen kann, ich glaube ja. Schwarz ist immer schwer, weil du hast dann Staub da drauf, das staubt dann alles ein. Zum Ausstellen dann so gesehen nicht gut geeignet, es sei denn, man hat es im Karton. Von vorne haben wir gute Lichter, den guten Motor, den wir hier oben sehen. An den Seiten ganz einfach. Das kann man knicken und das sind dann so einer übereinander gesteckt. Ja. Sieht cool aus. Und viel Lego-Technik hier drin. Hier haben wir ein... hier ein Einer. Mit so... ganz komisch, sieht aus wie eine Eisenbahn. Wird bei einem, wie bei dem Weihnachtskalender verwendet. Bei der Eisenbahn als Unterleg-Rollschiene. Ich sag's mal so. Hier haben wir den Stein. Ist sehr klein. Also schwer in den Händen zu halten. Er ist ein Einer und hat komischerweise unten Rollen. Als Griff, es ist eigentlich so ein kleines Miniboard.
aber es erfüllt den Zweck des Griffes, der Tür. Und wenn wir den jetzt darauf packen, haben wir einen Türgriff. Super, super Angelegenheit. Von innen. Ja, was soll ich sagen? Ein Auto von innen. Ja. Ja, gut. Von innen sieht's gut aus. Mit Schwarz, ja. Wenig Platz, leider. Ein Einsitzer. Hier haben wir den Mann, der hebt gerade die eine Hand. Juhu! Das ist ein Lego-Mann. Ja, ein Gangster, scheinbar. So ein Schwarz. Schwarzem Hemd, ja. Was das auch ist. Graue Hose, ja. Denkt man schon, huiuiui, keine Haare. Ah, naja, egal. Ist dann so, haben wir das Dach schön gelungen. Zum Abbauen super geeignet. Schön. Hier haben wir flache Steine drauf. Super, kann man hier reinpacken. Und dann passt das. Und dann haben wir hinten, von hinten sieht es schön aus mit den Lichtern. Die Lichter sehen schön aus. Ja. Auch schöne Steine. Und dann haben wir hier diesen Stein, das ist Einstein. Einstein, es ist Einstein wieder. Huhu. Es ist diese Haube hier. Ich finde es immer so. Hier die Haube. Ja, ein schöner Stein. Ich habe ihn davor auch noch nie gesehen. Aber es gibt ja, ich habe gehört, 63.000 Steine. Unterschiedliche. Nicht auf der Welt nur 63.000, das wäre ein bisschen wenig. Für viele Sets haben über 10.000 Steine und dann wäre West traurig, deswegen 63.000 unterschiedlich. Einzelne, ja. Es ist irre. Ja, hier ist rausgefallen. Hier haben wir die Auspuffrohre. Sehr schöne Rohre. Sehen schön aus. Von hinten auch mit den Nummern. Schön, passt alles. Hier haben wir die Felgen. Einer Felge. Oh. Sieht schön aus. Rund. Ja. Mir gefällt's. Ja, das war's auch schon mit diesem Video. Wir würden uns über einen Daumen nach oben freuen und wir würden uns auch über ein Abo sehr freuen und würden es sehr feiern. Jo, von daher, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.